Seit vielen Jahren herrscht Krieg. Eine uralte Fehde zwischen zwei Familien hat das Land gespalten. Der König von Kells verteidigt sein Reich gegen die Königin von Temra. An vielen Fronten toben fürchterliche Schlachten. Doch all dies soll sich nun ändern. Der Frieden steht vor der Tür. Königin Maeve ist in Kells eingetroffen. Noch heute setzt sie ihr königliches Siegel unter den Vertrag. Maeve ist bereit, Frieden zu schließen? Das glaubt ihr doch selber nicht. Ich werde nachher höchstpersönlich bei den Feierlichkeiten dabei sein. Aber erst kümmere ich mich noch um das hier. Bei Gaga. Tritt gegen ihn an, Rowan. Komm schon. Komm, beweg dich. Es gelingt mir noch immer nicht, die Illusion länger als einen Moment leben zu lassen. Oder vielleicht bin ich einfach nur zu geschickt mit dem Schwert. Sehen wir mal, wie geschickt du beim Aufräumen dieser Unordnung bist, mein junger Lehrling. Ich kann den König nicht länger warten lassen. Hier ist er. Ich dachte schon, der Alte will hier Wurzeln schlagen. Nicht so laut. Wenn Kahrt erfährt, dass ein Taschendieb in seinem Labor ist, dann... Ja, was dann, hä? Macht er mich zur Schnecke? Ha, ich kann genauso gut zaubern wie der alte Knabe. Was ist denn das? Geh da nicht ran, das sind Kahrts Sachen. Ach, was soll sein? Kann doch jeder. Ein bisschen hiervon. Hör auf mit dem Quatsch. Ein bisschen hiervon. Und dann? Du sprengst uns noch in die Luft. Und ein bisschen hiervon. Oh, das riecht ja wie... Angus, hast du Bohnen gegessen? Ja, könnte man denken, raus hier. Prinzessin Deirdre, tut mir leid. Lass nur, ich helfe ihr hoch, sollst mal sehen, wie die strahlt. Nehmt eure Pfoten weg. Hey, du da, stehen bleiben. Entschuldigt mich, ich muss mal. Dieb, Lümmel, stehen bleiben. Riechst du das? Das stinkt ja furchtbar. Bist du das etwa? Ich versichere dir, Prinzessin, ich rieche nicht immer so. Ein missglücktes Zauberkunststück. Wenn ihr sehen wollt, wie es eigentlich geplant war, dann könnt ihr... Ich vergeude meine Zeit nicht mit einem einfältigen Druidenlehrling. Außerdem habe ich schon was vor. Mich erwartet mein Vater. Ja, der Friedensvertrag, oder? Du hast... Geh und kümmere dich um deine Zauberkunststücke und rede nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Ein Toast mit dem erlesensten Nektar. Nachdem zwischen unseren beiden Königreichen 10 Jahre lang Krieg geherrscht hat, können wir endlich auf den Frieden anstoßen. Ein großer Tag, Konoha. Endlich bekommt ein jeder von uns, was er verdient hat. Ja, Königin Maeve, nach so langer Zeit voller Leid und Elend mag man es fast nicht glauben. Mein König! Verzeiht die Störung, mein König. Du störst die Feierlichkeiten. Aber ich habe äußerst wichtige Neuigkeiten. Raus damit! In diesem Augenblick verteidigen eure Soldaten unsere Grenze gegen 3 Temra-Bataillone. Geplant war ein Überraschungsangriff auf Kells. Das heißt, der Vertrag sollte uns nur ablenken. Wie ich schon sagte, ich will endlich kriegen, was ich verdiene. Wachen, nehmt die beiden fest. Deine Vorfahren haben uns Kells gestohlen. Erwartest du wirklich von mir, dass ich mein Geburtsrecht aufgebe? Ich habe vor, diese ganze Insel zu regieren. Wir haben dich aufgehalten und werden es wieder tun. Ganz offensichtlich ist dir noch gar nicht klar, welche Macht ich besitze. Nimm dich in Acht, Konoha. Denn das Ende deines Königreiches kommt schneller. Viel schneller, als du denkst. Zauberei. Mein König. Wenn Maeve sich der dunklen Mächte bedient, ist Kells verloren. Thank you.
Maida, Feenmeister der Schlebs. Erscheine. Warum ruft ihr nach Maida, Königin von Temra? Ihr habt eure eigene Zauberkraft. Was wollt ihr also noch? Meine Krieger haben versagt. Und die Kräfte, die ihr mir gegeben habt, reichen nicht mehr aus. Ich brauche mehr. Oh. Von Maida könnt ihr haben, was immer ihr wollt, zu einem gewissen Preis. Nichts ist zu teuer, um zurückzuerhalten, was dereinst mir gehörte. Wie ihr wollt. So sei. Nutzt fortan die Kraft dieses Runensteins. Seine Energie steht nun unter eurem Befehl. Und der Preis? Was fordert ihr? Maida wird seinen Lohn einfordern. Zu gegebener Zeit. Ihr dunklen Mächte der Magie, durch die Kraft dieses Steines, schickt mir ein Monster! Du dienst mir? Dann geh und zerstöre Kells! Halt! Hier können wir lagern! Die Soldaten von Temra würden es nicht wagen, so tief in unser Land einzudringen. Ihr müsst doch Kräfte besitzen, die es mit Maeve aufnehmen können. Maeve besitzt unglaubliche Zauberkräfte. Ich kann kaum etwas dagegen machen. Und ich fürchte, dass sie versuchen wird, ihre Kräfte sogar noch zu verstärken. Sollte die Lage wirklich so ernst sein? Mein König! Mein König! Es ist riesig! Ein Monster! Es hat uns alle angegriffen! Helft dem Mann! Ich kenne diesen Soldaten. Sein Mut stand nie außer Zweifel. Du Narr! Du ahnst ja noch nicht mal, wozu ich alles fähig bin, Konoha. Ergreif die Hexe! Ein Geist aus einer anderen Welt. Hör mir genau zu. Die Zeit ist gekommen, wo ich Kells regieren werde. Du und deine Truppen, ihr werdet euch unverzüglich und bedingungslos ergeben. Falls ihr das nicht tut, werde ich all meine Zauberkräfte freisetzen und Kells vernichten. Die Entscheidung liegt bei dir. Wir können sie aufhalten. Wir versammeln mehr Truppen. Der letzte Greis wird bereit sein, Kells zu verteidigen. Mein König. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich würde mir von dir nicht drohen lassen, Vater. Ich habe keine Angst vor ihrem Zauber. Außerdem will ich irgendwann auch mal unser Land regieren. Deshalb dürft ihr Kells nicht aufgeben. Kahat, können wir gewinnen? Wir haben eine allerletzte Hoffnung. Vor langer Zeit sagten die kleinen Leute von Tir Nanog voraus, dass der Ritter Draganta kommen und für 100 Generationen den Frieden nach Kells bringen würde. Diese Prophezeiung steht in ihrer alten Schriftrolle. Diese Schriftrolle existiert doch gar nicht. Das sind mystische Legenden! Ich kann mich nicht auf Märchen verlassen, um mein Königreich zu retten. Und ich kann meine Truppen nicht in eine Schlacht schicken, in der sie der sichere Tod erwartet. Mein König, was soll das heißen? Kells wird sich ergeben. Kahat, wisst ihr, was die Küchenmagd... Was ist das? Neuer Zaubertrick? Nein, etwas viel Mächtigeres und Gefährlicheres. Deshalb habe ich es bis jetzt geheim gehalten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du davon erfährst. Ein Sterblicher, unbekannter Herkunft, mit einer Tätowierung auf dem Arm, wird den Ritter Draganta finden, der Kells befreien und für 100 Generationen den Frieden bringen wird. Sieh mal einer an!
Die Schreiben von Draganta, wie in der alten Schriftrolle. Rowan, das ist die alte Schriftrolle. Und ihr habt sie versteckt? Die Schriftrolle ist unvollständig. Ich hätte sie auch jetzt nicht herausgeholt, wenn Kells Lage nicht so verzweifelt wäre. Rowan, erinnerst du dich noch an das Dorf, in dem ich dich fand? Ein Dorf immer auf der Suche nach Nahrung oder einem Streit mit dem Nachbarn. Dieses Mal auf deinem Arm könnte das Zeichen einer großen Bestimmung sein. Wieso habt ihr nie davon erzählt? Du trägst ein Symbol, wie es prophezeit wurde, doch ich bin mir nicht sicher, was es bedeutet. Die Schriftrolle ist unvollständig. Das ist mir egal. Ich werde tun, was da drin steht. Das kann ich nicht zulassen. Unvollständig ist sie gefährlich. Sie könnte böse Mächte freisetzen. Glaubt ihr etwa, ich habe Angst? Rowan, du bist noch viel zu unerfahren. Maeve wird all ihre Kraft einsetzen, um dich aufzuhalten. Kahat, bitte. Ihr sagtet mal, ich solle euer Lehrling sein, bis mein Schicksal deutlich werden würde. Das ist mein Schicksal. Es tut mir leid, Kahat, aber ich kann das Leben meiner Untertanen nicht in die Hände eines Droidenlehrlings legen. Meine Entscheidung steht fest. Kells wird sich ergeben. Nein, das könnt ihr nicht tun. Rowan. Ein König muss sein Volk anführen. Führt uns an. Führt uns zum Sieg. Und ergebt euch nicht. Meinst du etwa, das gefällt mir? Aber wenn ich nicht handle, stürze ich mein Volk ins Verderben. Und wenn ich den Ritter Draganta herbringe? Vater, wenn dieses Jüngelchen meint, er könnte Draganta finden, soll er es doch versuchen. Jüngelchen, ja? Ich bin ein Mann und ich werde nicht versuchen, Draganta zu finden. Ich werde es einfach tun. Mein König, ihr habt meinem Rat immer vertraut. Tut es auch heute. Vielleicht ist er unsere Rettung. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, so zu handeln. Aber gut, Rowan, versuch es. Und denke immer daran, meine Männer können Maeves Truppen nicht mehr lange aufhalten. Wenn du bis zur Sommersonnenwende keinen Erfolg hattest, bleibt Kells keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Wann brechen wir auf? Deirdre, solche Handlungsweise ehrt die zukünftige Königin von Kells. Aber glaube deinem Vater. Es ist zu gefährlich. Ich verbiete dir, mitzugehen. Wie du wünschst, Vater. Das war zu einfach. Behalte sie im Auge. Wen willst du mit ihr nehmen? Angus. Angus? Du willst mit einem gemeinen Dieb für die Sache des Königs eintreten? Lass ihn mitnehmen, wen er will. Aber Rowan, bring Kells den Ritter Draganta. Sie haben mich beim Klauen erwischt. Dabei habe ich mir nur ein Brot gefischt. Der Hunger war ätzend, was konnte ich dafür? Vergiss den ganzen Ärger und geh mit mir. Rowan! Klar, ich komme gleich, Augenblick. Ich bin hier, um dich zu befreien, wenn du mir hilfst. Und was für eine Art Hilfe wäre das? Ich gehe auf die Suche nach dem Ritter Draganta. Du weißt doch, der Kerl aus der alten Schriftrolle. Na, interessiert? Mal überlegen. Mein Leben riskieren für eine Prophezeiung, die auf irgendeinem Stück Papier steht, oder? Hier gemütlich rumhocken. Das ist eine schwere Entscheidung. Überleg doch nur. Ich mach das sowieso am besten selbst. Oh, Rowan, warte. Ich habe ja eh Zeit. Ist okay. Hier sind noch einige Vorräte für die Reise, Junge. Verwahre sie sicher. Überall sind Diebe. Folge dem Fußweg ins Boyne Valley, dem Land der Feenringe. Von dort aus findest du vielleicht den Weg nach Tir na n'Og. Und wenn wir in Tir na n'Og sind? Das weiß ich auch nicht. Von diesem Moment an seid ihr allein. Aber denkt daran, die Schriftrolle stammt von dort und mit etwas Glück findet ihr jemanden, der euch hilft, den verschwundenen anderen Teil zu finden. Und Glück brauchen wir ganz sicher. Wenn die kleinen Leute euch für würdig erachten, unterstützen sie euch. Aber vergesst nicht, es sind keine Menschen. Es ist eine komische Rasse, mit mächtigen Zauberkräften. Wir passen schon auf. Bis die Tage. Eine gute Reise, mein Junge. Möge Dagda über dich wachen. Der Boden ist so hart wie der Dickschädel meines Vaters. Aber weicher als der Kerker des Königs. Ich sag dir was, Freund.
Wenn hier nicht das viele Gold aus dem Feenring im Spiel wäre. Angus, wir suchen nicht nach Gold. Hast du das vergessen? Du hast recht. Dann eben Edelsteine und Juwelen. Ach, los, schlaf jetzt, gierige Tucke. Ja. Auserwählte, höre meine Worte, es sind nicht viele. Ihr werdet einem Fremden begegnen. Er wird euch begleiten. Deine Suche wird euch nach Tirnanog führen, wo mein Volk lebt. Wenn ihr euch als würdig und aufrichtig erweist, werdet ihr zu Rüstung und Waffen gelangen. Ihr werdet einem Drachen begegnen, den Mächten der Finsternis und schließlich den Ritter Draganta finden. Ich schwöre dir, der Traum war ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass du gestern Abend zu viele Stachelbeeren gegessen hast. Wo sollen wir in dieser gottverlassenen Gegend einem Fremden begegnen? Zwei Sträuche auf einen Streich. Hey, mal sehen, ob einer von euch die Nase hat, nach der ich suche. Hey, was soll denn der Quatsch? Das sage ich euch später. Oder vielleicht auch nicht. Hol uns hier runter! Na gut, wie ihr wollt. Nein, Vorsicht! Hey. Blöd, Mann! Geh doch aus dem Weg! Das ist unfair, wir sind noch gefesselt. Dann schließe ich ein Auge. So, Freundchen. Angus, Endspurt! Hört mich an. Ich habe nur Spaß gemacht. Ich bin Prinz Ivar aus dem Land jenseits des Ozeans. Ein silberner, mit Edelstein besetzter Kelch. Das Wahrzeichen meines Königreiches wurde gestohlen. Über den Dieb weiß ich nicht gerade viel. Er hat eine Narbe auf der Stirn und lebt auf dieser Insel. Und du hältst mich für einen Dieb? Mich? Wir haben nichts mit dem Diebstahl deines Kelches zu tun. Glaubst du uns das? Na, sowieso. Gut. Hey, vielleicht ist das der Fremde aus deinem Traum. Bei Gaga, das könnte er sein. Weißt du irgendetwas über einen Ring aus Feensteinen im Boyne Valley? Schon möglich. Wieso? Bring uns zu dem Feenring, dann organisieren wir dir deinen Trinkbecher. Ich kenne den Schurken, den du suchst. Einverstanden. Ich führe euch dorthin. Folgt mir. Du kennst den Typen, den er sucht, doch gar nicht. Nein. Aber das muss er ja nicht gleich erfahren. Komm schon. Sind das die Feensteine, die ihr meint? Genau wie in meinem Traum. Der in der Mitte sieht wertvoll aus. Wie kriege ich den da raus? Ich habe euch zu euren Steinen gebracht. Jetzt bringt mich zu meinem Dieb. Euer Dieb, also... Das ist eine lustige Geschichte. Still. Ich glaube, dein Dieb ist hier ganz in der Nähe. Bleib hier. Lenke seine Aufmerksamkeit auf dich. Wir zwei gehen jetzt unsere Schulden bezahlen. Lass mich los! Robert, sich mit den königlichen Wachen zu prügeln, war einfacher. So. Theodor. Wie kannst du es wagen, eine Prinzessin zu treten? Hab ich vielleicht Röntgenaugen? Wer ist diese Frau? Das ist König Konohas Tochter Deirdre, der, wenn ich mich recht entsinne, es ihr eigentlich untersagt hatte, uns auf unserer Suche zu begleiten. Welche Suche? Ich sehe nur, dass ihr versucht, nachts heilige Edelsteine zu stehlen. Mein Vater hatte recht, an dir zu zweifeln. Diese Aufgabe ist wirklich nichts für einen Knaben. Bist ja wie auf einem Trampolin. Großer Lieber!